Hallo, ich bin Dario Donato und ich zeichne Comics und schreibe, also schreibe und zeichne Comics. Ich weiß nicht, also ich möchte Geschichten erzählen, also mir gefällt es, Geschichten zu erzählen und ich zeichne gern und dann kommt halt beides so zusammen und deswegen Comics, also plus ich. Also ich mag Filme und aber Comics war so meine erste Liebe. So als ich das gesehen habe, wusste ich gleich Bilder und Geschichten. Die Donato kommt aus Italien. Also meine Eltern sind als Gastarbeiter beide hergekommen und ich bin hier geboren, also in Göppingen. Also im Moment, ich habe jetzt im Oktober meine Freiberuflichkeit gestartet als Comiczeichner. Und ich ziele noch nicht so ab auf große Firmen oder so, das interessiert mich nicht so arg. Ich möchte eher meine eigenen Comics machen oder für einen deutschen Comicverlag Projekte machen oder für Privatpersonen. Also ich sehe mich so ein bisschen wie das A-Team. Also ich glaube, dass man davon leben kann. Es ist aber viel harte und taffe Arbeit und man muss viel wissen. Also man kann nicht nur der Techniker sein. Also als ich angefangen habe, da war ich sozusagen nur der Zeichner und ich dachte, das hat gereicht, also dass man sozusagen zeichnen kann. Aber man muss auch irgendwie wissen, wie man sich die Jobs an Land holt. Also man muss auch ein bisschen der Manager und ein bisschen der Visionär sein. Das gehört auch noch dazu. Und im Moment baue ich noch auf, aber ja. Viele sagen, in Deutschland kann man nicht von Comics leben, aber ich bin hier, um das zu ändern. Meine Inspiration ist einfach das Leben. Also ich denke mal, wie jeder Künstler oder wie jeder, also ich habe ja eigentlich Regie und Drehbuch studiert oder Film, also ich mag sehr viel Film und Bücher und ich glaube, dass immer so immer die Geschichte hinter irgendwas steckt und jeder sieht die Geschichte ein bisschen anders und als Künstler ist man auch in der Lage, wieder was zurückzugeben oder seinen eigenen Blick und sozusagen das mit zu teilen mit anderen Personen und das ist so, was mir gefällt daran, dass ich sozusagen Sachen sehen kann und wieder zurückgeben kann und das halt eben über das Medium. Da habe ich mehrere, aber so, wenn man sagen würde, was meine liebsten Comics sind, sind wahrscheinlich so Frank Miller ist ziemlich, mag ich ziemlich. Also ich mag Frank Miller, Alan Moore, Mike Mignola, also Hellboy, Watchmen, Sin City. Mir gefällt so dieses Noir, dieses Düstere, dieses Schwarz-Weiß, aber mir gefällt auch so Pulp Retro, so 80er Jahre Miami. So dieses Gemisch, so Retro Noir, das ist ziemlich cool. Der Comic heißt The Max und was ich an The Max so mag, ist praktisch, es ist ein Superhelden-Comic, aber der Superheld ist sozusagen kein richtiger Superheld, sondern eventuell hat er Wahnvorstellungen, er ist einfach Gärtner und er versucht eigentlich, es geht eigentlich um das ganz normale Leben, aber seine Welt ist ein bisschen verdreht und es spielt einfach wie sagt man, mit Genresachen. Also es spielt mit dem Superhelden-Thema, aber es bringt es dann auch wieder zurück in unser echtes Leben. Und deswegen gefällt es mir. Ja, also ich habe sozusagen, also ich zeichne ja sozusagen den ganzen Tag, also sozusagen meine Passion zu meinem Hauptberuf gemacht. Und ich brauche dann schon andere Sachen. Also ich kann dann, ich spiele Gitarre. Also ich habe wieder angefangen, Gitarre zu spielen, Spanish Gitarre. Und Sport ist wichtig und irgendwie rausgehen, Natur, weggehen, tanzen, singen, essen. So die Sachen, das ist so diese gesellschaftlichen Sachen. Das ist das, was mir dann gefällt. Oder ab und zu mal einen guten Film angucken. Früher habe ich sehr viel Serien geguckt. Jetzt habe ich weniger Zeit, durch das, dass ich einfach so viel arbeite. Und dann ist einfach, merke ich, am Ende vom Tag ist einfach wichtig, Leute zu treffen und mit denen irgendwie rauszugehen.
Also es gibt viele Ziele. Also so mein Traum ist, glaube ich, dass ich sozusagen mit meiner Passion, also Comics zu zeichnen und Geschichten zu erzählen, möchte ich ein Stück weit einfach die Leute, die das lesen oder konsumieren, einfach verändern, so das Denken verändern. Und zwar in die Richtung, dass man einfach ist, was man ist, wie man lebt. Und deswegen auch sozusagen mein Medium Comic. Also ich möchte mich auch ausdrücken über die Zeichnungen. Also ich möchte, dass die Leute Spaß haben und gleichzeitig reflektieren und etwas von dem, was sie sozusagen lesen, mit in ihr eigenes Ich mitnehmen können. Und das Ziel wäre natürlich schon, also in 2 bis 3 Jahren oder auch schon dieses Jahr wirklich in Deutschland sozusagen berühmter Comic-Künstler zu sein. Also nicht einfach, weil es mir darum geht, berühmt zu sein, aber weil ich gern davon leben würde, viele Aufträge haben will und weil ich glaube, dass ich einfach viel zu geben habe auch. Und ja, das Ziel ist einfach, eines Tages von meiner Passion und Kunst zu leben und alles dafür zu geben und viel auch zu lernen und so. Also da sehe ich mich. Was über den Arbeitsprozess. Und zwar, also ich arbeite eigentlich mit dem Grafiktablett, also viele haben ein größeres. Ich benutze gerade das DIN A5, aber es taugt mir ganz okay. Und dann natürlich im Photoshop die CS2. Und dann meistens habe ich irgendwie eine Idee und ich schreibe dann entweder was auf oder es geht dann gleich so direkt in irgendwelche Zeichnungen. Also meistens habe ich hier also Blätter und auf denen zeichne ich dann meine Ideen dann runter. Also ich schreibe manchmal was und dann gibt es ganz viele Texte oder manchmal habe ich auch einfach nur Szenen im Kopf und man erkennt jetzt nicht so viel, aber ich habe dann sozusagen ja, einzelne Panels im Kopf und ich weiß dann, okay, jetzt passiert das und das passiert. Und dann suche ich mir meistens die Referenzen raus, was mir gefällt, wie zum Beispiel Bruce Timms Animated Batman oder ich weiß, ich möchte einen Batman meets Scarface und dann eine Mischung nochmal. Auf jeden Fall, das würde ich mal Recherche und Zeichnen nennen. Und dann meistens scanne ich das dann einfach ein. Und sobald es dann gescannt ist, also sobald es dann im Rechner drin ist und im Photoshop, habe ich es meistens, kann ich es kolorieren oder nochmal sauber zeichnen oder skalieren und sehe dann sofort, ob es passt. Und hier habe ich im Moment eine Sache, das heißt der Eisgigant. Und da sehen zum Beispiel meine Skizzen dafür, sehen einfach so aus, ja, also ziemlich, ziemlich, ziemlich basic und ich weiß dann, okay, so und so ist passiert und Stück für Stück forme ich dann sozusagen die Sachen daraus und die erste Stufe ist erstmal schwarz-weiß oder einfach nur Bleistift, also so wie wir es gerade eben hatten, dann kommt sozusagen über das Schwarz-Weiß kommen dann die feinen Stifte oder die richtigen Stifte. Das ist sozusagen, dass man erkennt, was ist die Silhouette, was passiert auf dem Bild. Und dann meistens, Moment, ich zeige euch mal von Barbarian Adventure den Workflow. Also hier zum Beispiel, das ist Barbarian Adventure Seite 20. Schon zusammen. Machen wir Seite 18, da kann ich es euch besser zeigen. Genau, da sieht es nämlich so aus, da habe ich zum Beispiel die Farbe. Moment, ich zeige es euch. Hier geht es ein bisschen hektisch zur Sache. Und wenn ich dann sozusagen die Farbe und die Inks, also die dunklen und hellen Stellen habe, also hier kommt dann sozusagen noch überall Schattierung, dann kommt nochmal Farbe dazu. Und das Kolorieren macht es dann nochmal ein bisschen schöner oder besser. Wobei das ist jetzt ein bisschen eine chaotische Seite. Ich habe nochmal. Wo ist es klarer? Hier ist es ein bisschen klarer. Und feiner. Genau, hier kennt man ein bisschen mehr. Und hier sieht man also einfach sozusagen Bleistift, dann Schwarzstift oder halt Inks, wie man die nennt im Comic-Jargon. Und dann geht sozusagen
ne, wird praktisch. Da kommt irgendwann, also die Farbe mache ich auch Stück für Stück, aber so sieht es dann praktisch dann aus, wenn es fertig ist. Und das ist so mein Schaffensprozess. Und hier, da bin ich gerade dran an diesem Comic für den Walbischen Verlag. Und ja, macht mir halt riesen Spaß und ja, wird, glaube ich, ganz gut werden. Und da bin ich jetzt gerade an der Seite 5. Und man merkt schon, hier bin ich fertig mit sozusagen den Inks, also mit dem Hell und Dunkel, wo alles hinkommt. Und hier ist es noch Konzept, also hier bin ich gerade mitten drin. Und wenn ich dann den Stift nehme, dann so werden dann die Sachen. Oder man markiert und füllt was, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, was sozusagen zu tun ist. Aber ja, so entsteht sozusagen mein Comic.